Ach geil. Mit den F-Tasten. Hoppala, jetzt hab ich irgendwas gedrückt. Na, meine kleinen Lieblingsnazis, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Edition Runde. Wir besuchen Hitler als Nachbarn. Who is this man? Und starten einfach direkt ins Spiel. Es dauert am Anfang wieder ein kleines bisschen. So, neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Wir gehen erstmal auf jeden Fall rein und schauen mal auf jeden Fall an den Rechner zuerst. Denn mir wurde auch gesagt, von wegen, beziehungsweise ich habe ja zum Glück meine ganzen Nummern hier. Ich kann später nochmal im Shop einkaufen. Das möchte ich jetzt aber noch nicht sofort tun. Denn ich möchte mich einfach mal so erstmal noch im Haus umgucken. Wir haben ja noch nicht alles gesehen. Wir gucken auf jeden Fall mal, was es hier so Sachen gibt. Nachdem Sie ein meiner Gerät aus dem Laden gekauft haben, sollten Sie es überall installieren. Nachdem Sie das Gerät installiert haben, beginnen Sie damit Geld zu verdienen. Es spart automatisch Geld. Okay, vielleicht holen wir uns dann doch mal das meiner Gerät. Aber wir gucken uns auf jeden Fall erstmal noch die ganzen Texte an. Sie können jedes gewünschte Objekt melden. Die Münzen basieren auf dem Wert von Ihnen gemeldeten Objekten. Versuchen Sie, Objekte zu melden, die Sie interessant finden. Dazu legen Sie das Objekt zunächst in die Berichtsbox. Dann müssen Sie nur noch den Senden-Taste drücken. Alles klar. Schlafen. Wenn Sie noch schlafen, können Spezialeinheiten Ihr Haus angreifen. Verriegeln Sie alle Türen, während Sie schlafen. Okay, wir sollten also auf jeden Fall Türen verriegeln. Ganz wichtig. Bestehlen. Ich würde bestehen. Ach, guck mal, schau. Es ist nur irgendwie, weil es zu lang ist. Das gucken wir. Ach, bestehen. Das ist auf jeden Fall unter Dieb. Ein Dieb versucht, ihr Haus zu gelangen. Wenn sie ihn nicht blockieren, kann er ihr Geld stehlen. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Bei bestehen werde ich mal ganz kurz den Text auf Englisch setzen. Denn das kann man so kaum erkennen, wie ich sehe. Pass. Brudi, bleibst du wohl mal draußen? Hallo, verpiss dich mal. Können wir die Tür... Ach, guck mal, wir können ja die Tür mal zumachen. Und erstmal abschließen, dann kommt er hier nicht rein, der kleine Penner. Der schmierige Halunke. So, wir bleiben erstmal hier drin auf jeden Fall. Versuchen auf jeden Fall uns nicht bestehlen zu lassen. Das ist schon mal ganz wichtig. Ich glaube, hier gibt es uns keine weitere Möglichkeit, dass man in unser Haus kommen kann. So können wir es auch vielleicht uns vor Hitler verriegeln, rein theoretisch. Wie dem auch sei, ich werde auf jeden Fall erstmal den Pass hier mir mal aufschreiben. Auf dem Blatt Papier. Alter, dieses ganze Menü ist einfach so ein riesiger Clusterfuck mit Scheiße. Anmelden. Gesammelte Beweise 0%. Sobald Sie alle Beweise gesammelt haben, können Sie eine Untersuchung einleiten. Polizeieinheiten veranstalten eine Razzia für den Verdächtigen. Aha. Ich will aber erstmal natürlich einfach im Geschäft mir diese Autocluster-Scheiße kaufen. Münzminer 3,5. Die kann ich mir sogar leisten. Bei Kauf dieses Tools können Sie Münzen gewinnen. Wenn Sie es an einem Ort installiert wird, verdient es Münzen. Bye. Wahrscheinlich kriegen wir den hier irgendwo ins Cargo geliefert. Da ist er ja schon, der Miner. Ach, guck mal, das kann ich einfach hier installieren zum Beispiel. Und dann meint er für mich automatisch Münzen. Finde ich ja gar nicht mal so unknorke. Alter, das ist gar nicht so schlecht. 9 Cent quasi, also 0,09 Bitcoin. Die Sekunde. Das ist ein Wert, der kann sich sehen lassen. Gut. Dann kommt als nächstes die Alarmanlage auf jeden Fall. Weil ich möchte nicht, dass der Penner mich hier bestiehlt. Was tut es denn? Hoppala. Der heißt gar nicht Hitler, der heißt Hipstler. Das ist die Hipstler Street. Alter, wie er da lang schlenkert. Ist schon süßer. Okay. Ab in sein Haus. Wenn wir schleichen, kriegt uns der Bewegungsmelder nicht mit, glaube ich. Doch. Bitte vielleicht nicht rennen. Er chillt. Renn. Und hoch. Okay, aber erstmal im Schrank verstecken. Ich höre ihn böse lachen. Es klingt auf jeden Fall unschön. Aber ich glaube, er ist draußen, oder? Sich einfach in aller Ruhe um. Der irgendwas in seinen Schränken versteckt hat. Da ist eine scheiß Bärenfalle, die kann ich aber auch nicht entschärfen, oder? Gut, hier hinten war ja theoretisch mal der Hammer. Das ist ja der Hammer, Alter. Ich nehme noch mal einen Laptop mit.
Scheiß drauf. Der hat so viele Laptops, der Boy. Die haben zwar nicht allzu viel wert, aber Hauptsache erstmal etwas Geld verdienen. Ich muss doch irgendwo was sein. Mehr als nur Schrott. Ich glaube, er ist immer noch draußen, oder? Er kriegt's auf jeden Fall immer sofort mit. Der Penner. Es ist seine eigene Falle gelatscht. Ich glaub's auch, ey. Das war ein Schmock. Gut, da ist eine Kamera erzählt. Das heißt, da kann ich nicht lang gehen. Werde ich mal versuchen, hier drum rumzulatschen. Um das Ding und gucken, ob ich noch irgendwas finde. In einem dieser Dinger. Wo kriege ich auf jeden Fall jetzt erstmal eine Schaufel her? Das ist mir auch ganz wichtig. Hitler ist sauer. Scheiß drauf. Komm, ich weiche ihn einfach aus. Was hat der denn gemacht? Was hat der für ein Blitzdingsbums? Das ist ja krass. So, ob der Einbrecher hierher kam? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sieht gerade nicht so aus. Okay, egal. Dann pfeffern wir erstmal die zwei Laptops wieder rein. Die bringt zwar nicht ultra viel Knete, leider. Könnte man ein bisschen mehr vertrauen, ein bisschen mehr vertragen. Alles knapp. Hitler, wo hast du deinen Spaten, Alter? Ich schau mich bei ihm einfach nochmal genauer um. So, er kommt hier nicht rein, hoffentlich, oder? Wie kam der jetzt hier rein? Ich hab doch alle Tür zugehabt! Hä? Wie ist denn das möglich? Wie kam der jetzt hier durch? So ein Scheiß. Unrealistisch, lol. So einfach geht's. Direkt reinsteigen, die KI rafft's nicht. Es gibt Crowbars, es gibt Keycards, man muss irgendwie an noch mehr Zeug kommen können. Aber ich habe halt keinen Plan, wo, Leute. Wirklich nicht. Null. Peilung. Hat von euch schon jemand das Game gezockt? Vielleicht muss ich mich mal ein bisschen informieren, wo man was herkriegt. Bewegst du dich auch, Hitler? Hat er gerade gekackt auf dem Boden? Hitlers persönliche Gitarre, Alter. Geil. Was war das? Eine Plate? Ich kann echt jeden Scheiß mitnehmen, oder? Ich habe aber gefühlt jeden Teil des Hauses schon abgesucht. Es gibt nirgendwo was. Es gibt noch mehr Räume. Keller. Natürlich. Hier ist das ganze gute Zeug versteckt. 100 Pro. Okay, hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir gehen in. Wir haben Home, wir haben das Penthouse. Also wir haben noch mehr Möglichkeiten über den Aufzug. Alter. Flüssig ist aber anders, wa? Hier ist ein Terminal. Klar, einfach mitgenommen. Kinders? Jeden Scheiß gönnen, ey. Geschlossener Bereich.
Im Penthouse sind wir jetzt. Wir könnten ins Home wieder gehen. Im Keller ist nichts. Aber es muss doch irgendwo noch mehr geben. Wir holen das jetzt erstmal alles in der Reportbox. Terminal, eine Teller und die Gitarre. Gitarre? Ja, wir können auf der Gitarre auch Noten spielen. F1, F2, F3, F12. Ach geil. Mit den F-Tasten. Hoppala, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Gitarre? Jetzt. Ja, hat nicht so viel gebracht, was? Wurscht, wir kaufen jetzt erstmal das hier. Ist im Cargo jetzt noch irgendwas drin? Nö, okay. Gut, wir haben ein bisschen was gekauft. Nicht viele Informationen, wir waren zwar in seinem Keller, aber wirklich viel habe ich jetzt noch nicht gewonnen. Vielleicht später mal irgendwie in einem anderen Run oder sowas. Ich habe keinen Plan, was wir noch brauchen. Vielleicht sehen wir über die Drohne was, über dem Dach oder sowas, damit wir was holen können. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir noch was finden könnten. Aber das finden wir alles noch raus. Ist auf jeden Fall sehr interessant, mit Hitler hier rumzuspielen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid vielleicht noch beim nächsten Mal dabei. Viel habe ich leider nicht geschafft. Aber wir waren in Hitlers geheimen kleinen Keller. Und wir werden später mal gucken, ob wir hinter der Wand mit einem Hammer oder irgendwas vorankommen. Ich werde mir vielleicht noch ein paar Informationen holen. Oder vielleicht könnt ihr mir Informationen schicken, falls ihr schon ein bisschen mehr über das Spiel wisst. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Vergesst nicht auf jeden Fall... Ah! Hallöchen! So, wir spielen uns hier ein und sehen uns dann im nächsten Part, liebe Leute. Auf dann auf bald, auf Wiedersehen. Nicht vergessen, abonnieren, favorisieren, mit Scheiße beschmieren, die Glocke penetrieren und natürlich, keine Ahnung. Auf dann auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.